Nick hat keine Hilfe? Was soll das heißen? Nickett wird uns nicht helfen. Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Alle, außer meiner Schwester. Und mir. Captain Enyala. Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Orianas Alter. Warten Sie, Miranda. Sie sagten doch, sie sei ihre Zwillingsschwester. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein. Die verrückte Schlampe hat die kleine Tochter von unserem Boss entführt. Er sucht seit über 10 Jahren nach ihr. Es ist kompliziert, Shepard. Wir haben dieselbe DNS, aber nicht denselben Geburtstag. Sie haben dem reichsten Mann der Galaxie ein Baby gestohlen, Lady. Welchen Schaden Sie haben, weiß ich nicht. Aber Sie werden nicht damit durchkommen. Tja, ich bin ganz auf Mirandas Seite. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn Sie es drauf anlegen, geht das hier böse für Sie aus. Captain Enyala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen, denn sonst wird's echt hässlich. Einverstanden. Sie geben nicht auf. Sagen Sie Captain Enyala, wir brauchen Verstärkung. Zack, und tot ist er. Hat der gerade seinen eigenen Mann wegge... Captain Enyala! Wie so ein Irrer, hier du rumballern. Vorsicht, das ist nicht meine Drohne. Ja, Drohne gegen Drohne. Ich brauche meine Biotik-Munition. Sehr hübsch. So. Ich muss mein böses Lachen noch ein bisschen verfeinern. Da kann ich demnächst auch mal vielleicht so ein Bösewicht spielen. Ah, was haben wir hier? Nichts. Chaka, chaka. Kommen Sie, wir müssen zu Nikkei. Feinde vor uns. Da-da-di. Sie fallen um wie die Fliegen. Kein Problem für mich. Team 4, hören Sie mich? Team 4. Moment, ich habe eines Ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Warum nahmen Sie sie mit? Ich verstehe ja, dass Sie Ihren eigenen Weg gehen wollten, aber Sie haben ein kleines Kind seinem Vater gestohlen. Würden Sie meinen Vater kennen, wäre Ihnen alles klar. Ich war nicht der erste Versuch, nur die erste, die er behalten hat. Ich wurde ohne Freunde großgezogen, musste absurde Anforderungen erfüllen. Ich war... Ich weiß gar nicht, was ich war. Orianna hat bisher ein normales Leben geführt. Meine Entscheidung war richtig. Sie verschwiegen ihr Alter. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass wir ein Kind retten? Sie ist kein Kind mehr. Sie wird dieses Jahr 19. Aber... Ich habe es wohl nicht für wichtig gehalten. Manche würden sie gegen mich verwenden. Ich bin extrem vorsichtig, wenn es um Orianna geht. Tut mir leid, dass ich ihnen nicht früher vertraut habe. Sie hätten es verdient gehabt. Okay, wir müssen zu ihrer Schwester. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig.
Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Niket rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Plan der Anlage? Können Sie mir etwas über die Frachtverladeanlage sagen? Wir müssen durch ein System von Transportbändern, das heißt jede Menge Bewegung und dadurch erschwerte Zielerfassung. Wir müssen voll konzentriert sein. Außerdem haben die Frachttransporter Gefahren gut geladen. Also passen Sie auf, wohin Sie schießen. Also viel Bum-Bum. Vertrauen zu Niket. Hoffentlich ist Ihr Freund vertrauenswürdig. Absolut. Niket ist einer meiner ältesten Freunde. Man könnte sogar sagen, er war mein einziger echter Freund. Er ist der Einzige, zu dem ich nicht den Kontakt abgebrochen habe, nachdem ich meinen Vater verlassen hatte. Kennt Ihr Vater ihn? Könnte es sein, dass Ihr Vater Niket benutzt, um an Sie ranzukommen? Er hat es mit Sicherheit versucht. Aber Niket ist einer der wenigen, die wissen, wie mein Vater wirklich ist. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, als ich vor meinem Vater geflohen bin, Shepard. Er wird mich jetzt nicht hintergehen. Alles klar. Dann legen wir mal los. Suchen wir Niket und Orianna. Also los. Da oben, ich sehe sie schon wieder rumkreuchen und fleuchen. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Teilen Sie Ihre Schüsse. Ah, ich habe die Schweine doch schon gesehen. Ich sehe sie auch. Das ist uncool. Ja, jetzt heißt es ein bisschen. Machen wir mal ein Foto. Niket, Niket, wir kommen zu dir. Ich muss sagen, diese Biotik-Angriffe, die ich mittlerweile hier drauf habe und die auch jetzt mittlerweile richtig stark sind, die machen schon Bock. Auch wenn ich die ganze Zeit nur meistens die einshämmere, aber dieser Zauber, der macht einen Damage. Lecko funny. Ohne Schilde kann ich ja einfach ganz töten. Das sieht interessant aus. Das ist interessant. Alles, was meinen Schaden erhöht, das nehme ich ganz gerne mit. Hm. Guck hier. Bumm. Fast komplett gekillt. Ach so, wie cool. Ja, die macht ja... Die kann ja hacken. Max, Max, Max. Boom. Wie wär's damit? So ist das schön. Ruhe und Frieden. Habe den Kontakt verloren. Hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt machen wir euch fertig. So. Hab sie hier verloren. Ist das? Oh oh. Nicht auf die Quarianerin! Forget it! Ich muss sagen, mit Tali macht das hier richtig Bock. Vielleicht werde ich im nächsten Teil meinen Techniker ausprobieren. So eine Drohne zu haben, hat schon seine Vorteile. Definitiv, also. Ich. Verdammt, ich lasse nicht zu, dass sie Orianna kriegt. Oh oh. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ja. Richtig am Boden zusammengepresst. Und jetzt bist du dran. Kopfschuss!
Enyala oder wie du heißt. Gib auf. Solange du... So. Boom. Jetzt sag nicht, da kommt schon wieder jemand. Wenn ich mit euch fertig bin... Braucht ihr ein bisschen mehr als nun. Ja, das war ich. Aua. Na komm. Der will aber nicht fliegen. Zu viele Techniker. So. Wir haben ja eindeutig zu viele Techniker. Das war jetzt nicht geplant. Bitte und Dankeschön, liebe Freunde. Bitte und Dankeschön. Wir können durch das Frachtband. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Bevor ich hier wieder irgendwo hingehe. Sicheres Terminal. Ja, nein, nein. So machen wir es hier nicht. Element Zero, jawohl. Das Forschungsprojekt Tech-Dauer leisten. Das ist auch gut, dass ich mir Tech-Dauer leisten kann. Na? Haben wir noch mehr Zero? PDA hacken. Oh oh. Da bin ich doch kein Freund von. So, was haben wir denn da einmal? Scheiße. Drei lila... Strichchen. Drei lila Strichchen da. Geht doch. Södele. Ich meine, ist nur ein bisschen Geld, aber wir haben heute viel Geld ausgegeben. Von daher denke ich, ist das legitim, wenn wir das so machen, ja? Sicheres Terminal. Vielen Dank, Edi. Ich bin froh, dass wir dich hier haben, Edi. Verbrennung bereit. Aua. Kampfdrohne aktiviert. Barrieren fallen aus. Ich habe den Kontakt verloren. Verdammt. Verschwinde! Du machst mir Angst. Wow! Alter! Ein kräftiger Schuss vor den Bug geknallt. Niketa, der Terminal erreicht. Er wird die Familie unserem Transporter übergeben. Niket? Aber das kann doch nicht sein. Verlass dich nicht zu sehr auf solche Leute, liebe Miranda. Vielleicht weiß der Captain, dass wir zuhören und gibt bewusst die Falschinformation weiter, dass Niket die Seiten gewechselt hat. Oder es bedeutet was anderes. Niket würde sowas nie tun. Verdammt, warum ist das Ding nicht schneller? Sind Sie bei Niket sicher? Warum sind Sie so sicher, dass Niket sich nicht gegen Sie wenden würde? Das hätte er tun können, als ich abgehauen bin. Ich bin sicher, mein Vater hat versucht, ihn zu kaufen.
Wenn er es damals nicht getan hat, wieso sollte er es dann jetzt tun? Wusste er von Oriana? Wusste Niket, dass sie Oriana ihrem Vater weggenommen haben? Nein, das hat er erst kürzlich erfahren. Es war zu persönlich, um irgendjemand sonst mit reinzuziehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber vielleicht... Nein, er würde meine Gründe verstehen. Er weiß, was ich durchgemacht habe. Wir wissen's, wenn wir da sind. Das werden wir erst erfahren, wenn wir Niket gefunden haben. Und dann werde ich mal ein paar Worte mit dieser Captain in Yala wechseln. Oh, jetzt geht es ab hier. Jetzt geht es ab. Hören Sie, ich bin dazu berechtigt, Ihren Flug umzubuchen. Tut mir leid, Sir. Wir haben derzeit eine Sicherheitsblockade. Bis die Lage im Frachtterminal nicht geklärt ist, kann kein Passagier umgebucht werden. Dafür ist meine Zeit zu wertvoll, Niket. Ich werde bezahlt, wenn ich das Mädchen dorthin bringe. Wie, ist egal. Nein, mir wurde gesagt, ich könnte das auf meine Art erledigen. Wir wollen die Familie nicht schlimmer traumatisieren, als wir...